Alright guys, wir sind wieder back und heute, liebe Freunde, natürlich mit dem Charmy Season 4 Showcase. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vor allem die Ultimate und vor allem die Karte, aber das schauen wir uns gleich ein wenig an. Werde ich ein bisschen erläutern, aber davor würde ich noch gerne was loswerden. Und zwar habe ich die Kanalmitgliedschaft endlich erreicht. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne Kanalmitglied werden. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ihr werdet dann eher so Perks haben, wie dass ihr in Livestreams so Emotes machen könnt. Es gibt dann nur so Posts für Kanalmitglieder und so, solche Sachen. Falls euch sowas überhaupt juckt und ihr mich überhaupt unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Aber genug mit dem Yapping. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und schauen uns mal ihre Skills an. Und ja, man kann ja sagen, Brand. Also, die hat nicht wirklich viel Brand. Und wenn Betäubung wegen der Karte. Kürbiskuchen hatte hier Halloween-Feuerwerk. Das wird dann gepoppt, wenn die Ultimate auf einem Gegner drauf ist. Und Kürbiskuchen. Falls ihr so in-depth sehen wollt, was sie macht. Ich habe natürlich ein Video hochgeladen, wie im letzten Video. Und ja, dann schaut euch das gerne an. Und die hat bei der Combo-Angriff Vinuel Barriere entfernt, was schon interesting ist. Da sie ein Attacker ist, würde ich sie natürlich ja für Skill angehen, leveln. Aber ich sehe die Value nicht. Außer halt bei einem Burn-Team. Aber naja, ich sehe gerade noch nicht die Value. Und ich würde dann einfach gerne meine Ressourcen sparen. Und ihre Karte. Ihre Karte ist, ja, Heilige Mutter Maria. Das ist die größte Pay-to-Win-Karte. Ich weiß, es wird noch ein paar mehr Pay-to-Win-Karten rauskommen. Aber diese Karte ist so Pay-to-Win, das ist insane. Leider. Hat eine Chance von 40% dem Nutzer, 20% der eigenen Max-LP als LP-Wiederherstellung zu gewähren, wenn das angreifende Ziel kontinuierlichen Brandschaden erleidet. Und das ist natürlich gottlos. Ich habe das erhöht nochmal, weil ich da einen Dupe habe. Das heißt, es wäre eine 10% Chance. Dann wäre es eine 40% Chance, dann eine 70% und dann garantiert 100% Chance, HP wieder zu regenerieren, wenn Leute Brand haben. What the fuck? What the hell? Und dann kann man auch die HP-Wiederherstellung auf 100% erhöhen. What the fuck? What the fuck ist das ein passive Skill? Fuck off. Also, ja. Natürlich gilt das nur, wenn halt die kontinuierlichen Brandschaden haben. Aber what the fuck? What the fuck? Jo, das ist meine Ausrüstung. Full AMG, weil halt die Attacker ist. Ganz entspannt. Ich hoffe, wir sehen ein paar nice Damage-Zahlen von ihr. Und ich bin gespannt, wie sie überhaupt funktioniert. Alright, so sieht unser Team aus. Ein bisschen Speed, ein kleiner Buffer und dann noch mit Julius natürlich. Der geht immer rein. Also, das ist echt funny, wie immer in mein Team Julius mit reinkommt. Aber er hat natürlich seine Value. Alright, alright. Wir haben unseren ersten Gegner full Mono Blue. Mono Blue ohne. What? Ohne Charlotte? Okay, interesting. Ja, wir geben uns Speed. Hoffen wir, dass wir ihn outspeeden können. Okay, wenn. Ah, okay. Der. Warte, wurde meine gestunt? Okay, wurde die nicht. Das ist irgendwie viel Damage. What? What? Die ist Half-Life. Naja, die hat Immortality, also von daher. Wir geben uns einen Buff. Und schauen uns das gleich an. Wen stun ich? Wen stun ich? Ich glaube, ich gehe auf Julius, auf ganz entspannt. Julius geht auf Julius, dass Julius gewinnt, natürlich. Und vielleicht töte ich den? What? Julius? Ja, das ist so ein Ding, wenn man den nicht max-duped hat. Ja, ich würde sagen, wir geben ihm direkt Kürbis, Kuchen, also die Ultimate. Gehen wir einfach mal auf ihn, wir haben ja keinen Attacker mehr. Gönnen wir uns das hier. Boom, Kürbiskuchen. Genau, wenn er angreift, dann switcht der Kürbiskuchen. Was gar nicht mal so geil ist, glaube ich. Aber ja, das war, glaube ich, ganz okay Damage. Die brauchen immer Brandschaden, was sehr interessant ist. Der wurde wieder geswitcht und jetzt wird er, glaube ich, wieder. Nee. Alright, dann machen wir den Halloween-Feuerwerk mal auf Mars und schauen uns das an. Okay. Oh, okay. Ich bin nicht begeistert. Alright, die ist tot.
Hatte die überhaupt Immortality? What? Und ich glaube schon, ich glaube, wir waren bei 30%. Ah, interesting, okay. Ja, die ist schon mal tot. Ja. Ich meine, die ist, also Immortality ist gut, also sehr, sehr stark. Aber let's be real. Also als Attacker, wenn wir die als Attacker bewerten, ist die besser als Julius? Ich glaube, die Frage könnt ihr euch selber beantworten. Aber trotzdem, wir haben sowieso Spaß hier, die ganze Charakter auszuprobieren. Natürlich dann mit Julius, damit wir die Runden nicht instant verlieren. Gut, aber ich denke, Julius carried uns hier durch. Leider sah das Ganze ein wenig mau aus. Mal sehen, wie es gegen grüne Charakter aussehen wird. Jetzt ist natürlich Type Advantage gewesen für die natürlich. Aber ja, schauen wir uns gleich. Schauen wir mal nach einem grünen Team ab vielleicht. Oder nach einem neutralen. Schauen wir uns das gleich an. Wir haben unseren nächsten Gegner. Jo, sieht ganz gut aus. Ich glaube, der irgendwie 210 KCC. Er hat ein Rades. Grün ist natürlich nicht das Beste, weil er ein Tank ist. Wir outspeeden mal. Hoffentlich wird Charmy dann noch genau in unsere Rotation reingemacht. Ich würde sagen, wir buffen. Ja. Das ist so schön, dass sie beides bufft. Obwohl, ist eigentlich egal, die sind beide Magic angeben. Genau, wir töten. Oder hoffentlich töten wir Noel. Genau, 70k Crit. Normal, Julius Dinger so. Auch ganz entspannt. Wir machen den zweiten Skill und machen die Ultimate auf. Okay, Julius wird direkt angreifen. Das heißt, wir machen direkt auf Julius. Dann switcht er instant. Oh, das... Okay, nicht schlecht, actually. Für eine Attacke. Die haben immer Switch und Brandschaden und so. Bin ich gar nicht mal so bad. Leider, ja. Okay, Rades. Scheiß Dreien, ehrenlos. Das ist das Ding, Rades. Rades ist schon actually sehr strong. Ich könnte das machen. Bitte, Proc, 60% auf alle. Ah, oh, das ist gut, sehr gut. Wir machen auf Julius. Ich hätte. Alright, ich mach. Aua. Alright. Die kann stunnen. Naja, jetzt juckt das nicht wirklich. Das ist das Problem mit dem, dass der Kürbis weitergeht, so mäßig. Ja, das ist das Problem. Rades wird, also Stun auf Rades ist so egal. Ach, oder? Lohnt sich Stun auf Rades? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wird die denn überhaupt. Ja, ich mach auf Rades. Machen wir einen Stun. Ah, Status allein. Ah. Okay, schade. Hätte ich nachgucken müssen. War ein Fehler von mir. War ein Fehler von mir. Hätte ich nachgucken müssen. Aber hätte ich eh nicht viel machen können. Die wäre eh sowieso gestorben. Ja, machen wir einfach das. Okay, der stirbt. Außer Brandschaden. Ich habe es nicht genau darauf geachtet, aber wir gehen natürlich auf Julius. Oh, chilliger Damage. Okay. Ja, töten wir und dann ist die Runde eigentlich gelaufen. Okay, gegen ein Healer Charmy Mono Blue Full Duped Julius. Wir schauen uns das mal an. Ja, okay, Schwächung, ja, gegen Ding, nicht so cool. Ja, wir speeden den mal weg. Dann schauen wir mal. Wir geben uns einen Buff auf entspannt. Und werden Julius natürlich wegulten, ist ja Klärchen. Er stirbt, wir machen die zweite Attack. Er hat ihn natürlich Full Duped, das heißt, er stirbt bei der Attacke trotzdem, weil Julius ist der Goat. Und ja. Wir schauen uns das mal. Er hat Schwächung, Blockung. Das ist eine Schwächung, ne? Wenn ich jetzt die Ultimate reinschaller, wird das. Soll ich es mal ausprobieren? Also, ich weiß, es ist ein Debuff. Aber was, wenn. Weiß nicht. Soll ich das mal ausprobieren, ob dieser Kürbis-Ding trotzdem trifft? Egal, es ist ein Showcase. Ich probiere einfach mal aus. Boom. Ist eine gute Möglichkeit, dass es. Es proc trotzdem! Es ist ein Debuff, aber geht durch den Debuff-Immunity. Alright. Gut, dass ich ausprobiert habe. Obwohl, vielleicht stand das im. Im Ding.
in der Beschreibung. Ich habe es nicht durchgelesen. Aber naja, wir buffen natürlich Charmy. Und gehen auf diese Charmy. Brandschaden ist auch actually gar nicht mal so bad. Wir... Betäubung klingt gar nicht mal so schlecht. Das klingt auch gar nicht mal so bad. Jetzt ist so die Sache. Stun oder viel Damage versuchen. Also zu One-Shotten oder Stun. Soll ich auf den Stun gehen? Weil der Stun ist garantiert. Ich glaube, ich gehe mal auf den Stun. Schön. Das ist actually sehr cool. Stun, boom. Er kann uns nicht zurückwerfen. Sehr stark. Der wird leider geheilt, aber naja. Der Stun ist es. Ach, die wird betäubt. Auch bitte nicht, weil der Showcase ihn will. Was machst du, du Bot? Oh Gott. Ey. Okay, wir machen das hier. Und hoffentlich killen wir die Healerin jetzt. Hallo? Okay. Die hat keinen Bock. Okay, meine hat keinen Bock. What the fuck ist da passiert? Ach, die war gestunt, oder? Stimmt, ich glaube, die war gestunt. Okay, die ist tot. Bitte nicht meine Schaukistion angreifen. Ehre. Ah, lol. Ihre Charmy ist, glaube ich, gestorben wegen einem Kürbis-Ding, weil er einfach automatisch explodiert ist. Funny. Das kann auch passieren. Vielleicht lohnt sich das sogar, das bis hinzuhalten. Gut, ich mache die AOE, weil es sowieso egal. Dieser Kürbis-Ding ist sowieso weg. Ohne den Kürbis-Ding ist sie ein bisschen useless. Muss ich schon ein bisschen zugeben. Ja, dann ist ja nur noch eine Brand-Unit sozusagen. Und ja. Aber das war schon gar nicht mal so schlecht, muss ich wirklich zugeben. Die könnte vielleicht in einem Brandteam schon wirklich reinhauen, wenn irgendwann mal Burn populär wird und Meta wird. Also, ich glaube, das wäre schon ganz nice. Und wenn du dann halt die Karte full duped hast, dann ist sie natürlich geisteskrank, ja. Naja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, das ist ein sehr interessantes Team. Könnte sogar gefährlich werden. Mono, Blue, wir kommen jetzt direkt Stille reingeschallert. Ja, okay, Schwäche. Okay, die bufft sich. Nice. Wir machen das. Ja, ich mach das. Die Ultimate. Sollte klar gehen. Natürlich bekommt Julius das nicht. Das ist auch natürlich ganz nice. Ich gehe auf Julius. Besonderheit ist natürlich, dass er Noelle hat. Und okay, das war... Okay, mit Zeit anhalten kann ich mit leben. Dann droppe ich das mal auf Julius. So. Der Schaden gefällt mir nicht so. Muss ich schon zugeben. Gut, werden geultet. Natürlich. Immortality. Junge, wie das rettet, ist insane. Also, irgendwie ist das funny. Ja, irgendwie ist das funny. Die wird gleich einfach sterben, weil die halt gestunt ist. Also, Julius ult ist schon, also, geisteskrank auch. For real. Ja, aber Immortality, die ist so lange immortal, bis halt jeder greift sie an. Das ist irgendwie funny. Okay, machen auf Noelle. Ja, ist ja gut. Komm, machen wir das. Tot. Ah, jetzt habe ich die gekillt, die diesen Kürbis hatte. Nein, das habe ich gemacht. Aber egal, vielleicht muss ich das auch wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Der Schaden war gottlos. Scheiße. Ich weiß. So, ihre Gimmick ist dieser Kürbis-Ding. Aber der normale Damage ist so... Okay, die wird auch gedebufft, ich weiß. Aber auch ohne den Debuff. Also ihr normaler Damage ist es nicht. Ja, aber die ist lustig, muss ich zugeben. Die ist ein wenig lustig. Und ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video hier. Was haltet ihr von ihr? Ja, Charmy, ist sie gut, denkt ihr? Und was haltet ihr von ihrer Karte? Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall not bad, die Karte, oder? Was sagt ihr so? Auf entspannt kurz wieder Full Life machen, weil Pay to Win und so. Ja, klingt auf jeden Fall ganz entspannt. Dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und tschüss.